Also, ich verstehe Ihre Bedenken nicht. Sie sehen süß aus. Wie Sie meinen. Bloß an Ihrem Gesichtsausdruck müssen Sie noch ein wenig arbeiten. Vergessen Sie nicht, das ist ein Maskenball und keine Beerdigung. Gräfin Landstein, gut, dass Sie kommen. Ich wollte Sie um Ihre Meinung fragen zu den Kostümen. Das Personal soll venezianische Harlekins-Kostüme tragen. Was halten Sie davon? Es ist gut. Sie haben wirklich einen ausgesprochen sicheren Geschmack. Danke. Bringen Sie die Kleider bitte in die Schneiderei. Dort werden noch die Längen angepasst. Sonst noch was? Ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass wir unsere Diskrepanzen überwunden haben und wieder gut miteinander arbeiten. Ich schätze Ihre Arbeit sehr. Sie entschuldigen mich. Geben Sie mir die Bluse, bitte. Oh. Gräfin Landstein. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Sie stören doch nicht. Ich bin sofort für Sie da. Ich möchte eigentlich gerne die Begrüßungszeremonie mit Ihnen durchgehen für den Maskenball, aber das hat Zeit. Ach was. Ich bin sofort fertig, dann können wir loslegen. Da fällt mir ein, meine Assistentin, die wollte noch, dass ich sie zurückrufe. Ja. Entschuldigung, eine Frage. Sie wollten vorhin was mit mir besprechen und sind dann wieder verschwunden. Warum? Ach, war das so? Habe ich was Falsches gesagt oder war es unpassend, mich vor Ihnen umzuziehen? Nein, nein, das war schon in Ordnung. Ich war nur schon wieder in Gedanken in der Holding. Aber Sie haben recht, ich hätte Sie nicht einfach stehen lassen dürfen. Kein Thema. Und wie sieht es aus? Hätten Sie jetzt Zeit wegen der Begrüßungszeremonie? Tut mir leid, da müssen Sie sich allein drum kümmern. Wie gesagt, die Holding, die nimmt mich gerade total ein. Mal ist sie total nett zu mir und dann blockt sie wieder völlig ab. Ich meine, das ist doch nicht normal. Vielleicht ist das ja Carlas Art zu flirten. Boah, du spinnst. Natürlich unbewusst. Ha, ha, ha. Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass Carla an dich verknallt ist. Ach komm schon, Stella, die hat dich doch nicht aus Versehen geküsst. Nicht aus Versehen, aus einer Laune. Vielleicht ist sie ja tatsächlich verliebt. Ach Cousinchen, du warst immer schon ein bisschen eingebildet. Kann man in diesem Laden nicht einmal vernünftig nachdenken? Ich habe ein echtes Problem. Ich finde die Gräfin ja auch nett. Aber verlieben? Jedenfalls weiß ich gar nicht, wie ich ihr gegenübertreten soll. Soll ich nett sein oder soll ich einfach nur meinen Job machen? Mein Gott, sei doch einfach mal ein Mensch. Und sprich mit ihr. Toll. Soll ich zu ihr hingehen und sagen, hallo Chefin, sag mal, bist du eigentlich in mich verliebt? Warum nicht? Und Carla, kann man das machen? Nee, das lasse ich mal lieber. Tja, dann wirst du es wohl nie erfahren. Sag mal, hast du dir überlegt, ob du auf dem Maskenball spielen willst? Ich war heute Morgen wieder im Krankenhaus, weil ich wieder Schmerzen habe. Karpaltunnelsyndrom. Ich muss operiert werden. Was? Ach Sarah, das tut mir leid. Ich hoffe, deine Hand kommt wieder in Ordnung. Ja, das hoffe ich auch. Das heißt aber auch, absolutes Spielverbot bis nach der OP. Das gibt's nicht. Warum läuft zurzeit alles schief? Hey, wieso, was denn noch? Du hattest recht mit deiner Vermutung. Ja, das habe ich meistens, aber was habe ich denn noch mal genau vermutet? Ich habe mich in Stella verliebt. Und natürlich wollte ich es mir anfangs nicht eingestehen.
Und jetzt kann ich es noch nicht mal mehr vor ihr verbergen, ob ich will oder nicht. Ich habe sie gerade in der Küche gesehen, wie sie ihr Kostüm anprobiert hat. Ich bin total rot angelaufen und habe blödes Zeug geplappert und bin dann abgehauen. Sie muss doch gemerkt haben, was los ist. Wie meinst du? Und ich habe mir eingeredet, dass ich das schaffe, professionell zu bleiben. Das geht doch meistens nach hinten los. Am besten, du klärst das ganz offen mit ihr. Was? Ich soll ihr sagen, was los ist? Auf keinen Fall! Ja. Also dann soll es so verkrampft zwischen euch beiden bleiben, wie es gerade ist. Wenn Stella es weiß, dann wird es mindestens genauso verkrampft, wenn nicht noch schlimmer. Also lass ich's lieber. Wie wär's mit der? Nicht schlecht. Allerdings eher unpraktisch, weil sie immer mit einer Hand halten müssen. Ach so, ja. Probieren Sie die doch mal. Lassen Sie das. Ich schaffe das auch allein. Entschuldigung, ich wollte nur... Arbeiten Sie weiter. Spaziergang durch den Park und besprechen bei der Gelegenheit die Musikauswahl. Kommst du mit? Ich kann nicht. Es ist schade, dass ich euch keine Gesellschaft leisten kann. Ich hätte gute Ideen. Die interessieren uns nicht. Bringen Sie die Koffer dann raus? Na, das ist aber schön, dass Sie eingesehen haben, dass Sie auf dem Schloss nicht willkommen sind. Tanja nimmt nur eine kleine Auszeit von der lieben Familie. Bis später. Bis später. Ist für die Dekoration des Außengeländes auch schon alles besprochen? Also gut, dann sehen wir uns morgen zum Aufbau. Wiederhören. Entschuldigung, sie hat neben den Karton stehen lassen und ich dachte... Danke. Sonst noch was? Nein. Kann nicht weitergehen. Was? Kann es sein, dass Sie sich in mich verliebt haben?